So, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Teilnehmer, besonders insofern, als dass er nicht nur Finalist in der Kategorie Innovation ist, sondern ganz am Ende werden wir auch die Finalisten von unserem Sonderpreis Biodiversität vorstellen. Und Karun hat es eben in beiden Kategorien unter die besten drei geschafft. Einmal noch im Namen, der Manuel Kallenberger ist da und stellt das Ganze vor. Die nächsten 4 Minuten gehören dir und einmal das gemeinsame Einzählen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ja, vielen herzlichen Dank auch hierfür. Vielen Dank für die Bühne und die Möglichkeit, Karun Ihnen näher zu bringen. Karun, Sie sehen es oben links, heißt tatsächlich auf Indonesisch nicht mehr als der versteckte Schatz. Und diesen Schatz möchte ich Ihnen hiermit vorstellen. Wir sind kein Raumfahrtindustrieunternehmen, wie man jetzt hier erahnen kann, sondern das ist unsere Vision. Wir haben uns quasi auf die Fahnen geschrieben, ja, eine neue, nachhaltige Materialplattform zu schaffen. Und der erste Planet, den Sie hier oben eben sehen, ist der Karun-Planet, den wir Ihnen hier jetzt in den nächsten Folien näher bringen wollen. Karun, ich glaube, die einen oder anderen waren auch schon bei uns am Stand. Genau, basiert immer auf der Rattanpalme. Und wie Sie jetzt eben hier rechts sehen, kann man in diese Palme, die eben eine ganz, ganz andere Struktur, wie jetzt beispielsweise ein Bambus hat, eben ganz unterschiedliche Farben initiieren und auch funktionale Pasten und kann damit natürlich sehr, sehr individuell auf die einzelnen Bedürfnisse einsteigen. Hier sehen Sie mal ein paar Vorteile. Es ist sehr, sehr flexibel. Ich kann damit natürlich ganz unterschiedliche Formen entsprechend formen. Es ist sehr leicht. Es hat eine sehr, sehr homogene Struktur. Und ja, ganz grundsätzlich, klar, Sie kennen es wahrscheinlich von früher, so die ganz klassischen Flechtmöbel, das heißt so ein gewisses überholtes Design, was uns aktuell aber natürlich in der ganzen Lieferkette und in den Vorkommen in Indonesien sehr zugutekommt. Genau, hier einfach mal ganz kurz für Sie auf den folgenden Folien, wie stellen wir das Karun tatsächlich her? Hier jetzt einfach mal ein Querschnitt von einer Rattanpalme. Wir machen nichts anderes tatsächlich als diese Kapillarstruktur entsprechend mit Farbe zu befüllen und dann in den weiteren Schritten, Sie sehen das hier, wird quasi die Rundstange mit Farbe initiiert, zu gewissen Kantlingen gefräst. Diese Kantlinge werden zu Blöcken zusammengesetzt und daraus entstehen dann unsere unterschiedlichen Produkte. Unsere Produkte zeige ich Ihnen gleich in den folgenden. Hier haben wir unter anderem unser Karun Stripe, was tatsächlich mehr oder weniger wie ein Furnier behandelt wird. Wir haben unser Karun Shine, das sehr lichtdurchlässig ist, das zum Beispiel für Akustikpaneelen gerne verwendet wird. Wir haben oben links jetzt ganz neu, wir nennen das Karun Panel, das heißt wir bieten quasi mit unserem Karun Stripe auf unterschiedlichen Trägermaterialien, ja in sämtlichen Stärken und unterschiedlichen Varianten eben auch ganz klassische Platten an, die dann für Camperbau, für Küchenbau, für Ähnliches verwendet werden können. Karun 3D unten links, sehr, sehr verformbar. Da heißt es also auch, wenn es irgendwie in eine gewisse Geometrie geht, kann man entsprechend hier auch Verformungen damit darstellen. Oben rechts, also wir haben bei uns in Kisslek, wir kommen aus Kisslek im Allgäu, noch eine kleine ja, Manufaktur, wo wir auch Prototypen erstellen. Das heißt, wenn hier mal irgendwie was ja, in Ihren Köpfen schwirrt, was Sie hier jetzt noch nicht sehen, da kann man dann natürlich auch entsprechend gemeinsam Dinge entwickeln. Aktuell bedienen wir 3 unterschiedliche Branchen. Aktuell sehr, sehr stark vertreten tatsächlich links in dem Green Mobility Sektor. Ich sage immer ganz gern, alles, was sich irgendwie, was irgendwie fährt, beispielsweise in der Mitte, alles, was sich um das Thema Architektur handelt, ganz rechts das Thema Replace Plastic. Hier einfach mal ein paar Beispiele. Ja, wir haben unterschiedliche Showcars beispielsweise für die Automobilbranche gebaut. Wir sind aktuell in 6 unterschiedlichen Modellen bei der Firma NIO in Serie, sind seit Anfang dieses Jahres in dem Porsche E-Macan als eine Variante quasi verfügbar in der Oberfläche. Und in der Mitte sehen Sie auch nochmal hier beispielsweise das Museum of the Future und ganz rechts, ja, ganz unterschiedliche Anwendungen, beispielsweise Surfbretter etc. Genau, des Weiteren sind wir natürlich immer drauf und dran, neue Produkte zu entwickeln. Sie sehen hier beispielsweise ja, Funktion, das heißt, ich kann Tasten belegen etc. Und genau, das Ganze nimmt natürlich soweit erstmal kein Ende, das heißt auch in der Individualität, Sie können jede Farbe initiieren. Und genau, wir sind ein relativ kleines Team in Kisslek im Allgäu. Vielen Dank. Also es ist nicht nur der Raum für Speed Networking, sondern auch für Speed Speaking. Insofern, deine Stimme, unglaublich, was du in der Geschwindigkeit in den letzten 10 Sekunden noch hinkriegst. Ich habe ja tatsächlich im Vorfeld, unser Designer von unseren Plaketten ist auch heute da, Simon, schön, dass du da bist,
auch hingeschickt und gesagt, er soll mal prüfen, ob man mit euch vielleicht was mit den Plaketten machen kann. Aber auch da für dich hier nochmal die Frage, eben weil ihr nicht nur im Bauen unterwegs seid, das heißt ganz viele potenzielle Erstkontakte, mit wem würdest du gerne noch sprechen? Ich glaube tatsächlich mit jemandem, der diese nachhaltigen Produkte auch in dem schätzt, was sie tatsächlich können, dass sie tatsächlich vielleicht auch nicht genau die gleichen Eigenschaften mit sich bringen wie die nicht nachhaltigen Materialien. Gerade im Automobilsektor sind wir tatsächlich 1:1 den gleichen Tests unterstellt. Das heißt, es wird keine Farbabweichung Ähnliches toleriert. Da natürlich wirklich jemand, der mal sagt, okay, wir brechen da mal eine Lanze und ein nachhaltiges Material darf sich vielleicht auch anders verhalten als ein nicht nachhaltiges Material. Okay, super. Danke. Dann nochmal einen Applaus für dich.